Bitte nun die Bildungsdirektorin für das Land Kärnten, Frau Magister Isabella Benz, um ihre Grußworte. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrter Gastgeber, aber vor allem auch sehr geehrter Herr Landeshauptmann. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als der Herr Braumer ganz zu Beginn meiner Zeit sozusagen in mein Büro gekommen ist oder wir zusammengesessen sind und er Erasmus Plus vorgestellt hat. Und ich muss gestehen, ich habe einen kleinen Schweißausbruch bekommen, weil ich die EU, auch sozusagen die EU-Projekte auch schon sehr, sehr lange kenne und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steht. Wie viel Administration dahinter steht in der Einreichung, in der Abwicklung, in der Abrechnung. Und an dieser Stelle kann ich mich wirklich nur bedanken beim gesamten Team außerhalb und innerhalb der Bildungsdirektion, die das schon so langjährig unterstützen, dass es ihm möglich ist, dass sich Lehrer, Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Verwaltungspersonal öffnen können. Hinaus in die Welt sozusagen reisen, Studienreisen machen, Mobilitätsprojekte durchführen können, Sprachkursen innerhalb Österreichs, außerhalb Österreichs und das in allen Schultypen. Ich habe jetzt gerade die Liste mir angeschaut von den Schulen, die sich hier beteiligen und es ist wirklich unglaublich. Es ist von einem Kindergarten bis hinauf sozusagen zur Matura sind alle Altersgruppen dabei, alle Schultypen dabei, es ist die Berufsschule dabei, es ist die Volksschule dabei, es sind Kleinstvolksschulen und alle sozusagen haben dieses große Engagement, das es braucht außerhalb sozusagen und darüber hinaus, damit das alles möglich ist. Ich möchte mich natürlich an dieser Stelle auch sehr, sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie als Lehrer und Lehrerin vor allem dieses Engagement haben. Es ist viel Zeit außerhalb des Unterrichts dafür notwendig. Das Verreisen ist ein großer Aufwand, ist auch manchmal sehr, sehr anstrengend, aber wie es jetzt schon gesagt worden ist, das Wesentliche hier daran ist es, dass man dann mit einem Rucksack voll Erfahrung, voll Wissen und neuen Eindrücken zurückkommt und das ist es ja genau, was wir wollen. Wir wollen die Schule öffnen, wir wollen eine Jugend heranbilden, die offen in die Welt hinausblickt und auch allen anderen offen begegnet und Erasmus Plus oder vorher Leonardo trägt wesentlich dazu bei und deshalb ein großes Dankeschön an alle, die das unterstützen. Danke. Dankeschön, Frau Magister Isabella Benz, unsere Bildungsdirektorin. Jetzt bitte ich noch den Herrn Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser um seine Grußworte. Cari professore e studente di Perugia, benvenuti alla Carinzia. Poštovane goste, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht sollte noch jemand Englischsprachiges hier sein, ladies and gentlemen. Europa ist kein Traum. Europa ist auch keine Utopie. Europa ist aber auch nicht etwas Selbstverständliches. Wir haben Europa eigentlich täglich zu leben. Und ich richte mich an jene, die schon älter sind, als so nach 1995 geboren sind. Wir haben mehrere Identitäten in unserer Jugend als prägend gehabt. Heute sind der Großteil ihrer Schülerinnen und Schüler, all jener, die an Erasmus-Plus-Programmen teilnehmen, in diese Europäische Union als eine von mehreren Identitäten. Multipolar, aber doch in einem vielleicht gemeinsam geboren worden. Und damit haben wir die ersten Generationen, die europäisch genauso wie österreichisch oder, denke an das Willkommenslied, sehr kärntnerisch geprägt sind. Und das ist etwas, was ich als eine Art Faszinosum erlebe. Einfach zu sehen, dass man zwar seine Bodenständigkeit, seine Verbundenheit hat dort, wo man die ersten Erlebnisse, wichtige Bezugspersonen hat, dass man aber auch sehr früh schon die Möglichkeit bekommt und merkt, dass es bei weitem nicht das Ende des Horizontes, das Ende aller entscheidenden, einander beeinflussenden Faktoren ist, sondern dass es darüber hinausgeht. Und mein persönliches Faszinosum an Europa ist, dass es bei aller manchmal auch berechtigter Kritik
an dem, dass man vielleicht zu wenig Europa oder zu bürokratisch-administratives hat. Aber Europa ist weltweit die noch am besten funktionierende supranationale Organisation. Was heißt das supranational? Das heißt, dass wir manche Politiken, wie beispielsweise Außenpolitik, viele Elemente von Bildungspolitik, Jugendaustausch, nicht mehr nur national und regional denken, sondern europäisch praktizieren, leben und ermöglichen. Ich vertrete Kärnten selbst als Landeshauptmann im Ausschuss der Regionen. Der Ausschuss der Regionen hat 328 Abgeordnete Delegierte und repräsentiert insgesamt 276 europäische Regionen. Kärnten ist beispielsweise, so wie die anderen 8 österreichischen Bundesländer, eine Region. Und dort tauschen wir uns aus. Und dort hat man so richtig das Gefühl, dass dieses Europa nicht nur eine Konstruktion, ein Begriff oder die europäische Fahne, sondern viel mehr ist. Dass es das Austauschen von Überlegungen zur Zeit von großen Ängsten, großen Sorgen, manchen leider schon Realität gewordenen schlimmen Eintritten von Befürchteten ist und gleichzeitig aber auch etwas, wo man weiß, man ist nicht allein und man kann gemeinsam diesen Sorgen entgegentreten und für Humanität, für Miteinander, für diese europäischen Werte, die am Beginn der europäischen Bewegung gestanden sind, einzutreten. Und meine Damen und Herren, ich rufe es gerade jetzt angesichts der Russland-Ukraine-Krise immer wieder ins Gedächtnis. Der Grundgedanke der heutigen Europäischen Union, ihrer ersten Vorläuferorganisation, der Europäischen Gemeinschaft für... Spannung muss anhalten. Der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl war der Grund, dass die beiden größten Kontrahenten in Europa, Frankreich und Deutschland, die einen haben über Stahlproduktion, wofür man Kohle braucht, die anderen über Kohlebergwerke, die man zur Stahlproduktion braucht, aneinander schmiedet, um damit Waffenproduktionen zu unterminieren. In der heutigen Zeit mit Gas, Erdöl, fossilen Brennstoffen, aber letztendlich war der Gedanke, der dieser Europäischen Union vorangegangen ist, Friede zu schaffen. Und dieser Friede hat 80 Jahre lang gehalten. Ich hoffe, dass er jetzt nur unterbrochen ist und nicht übergreift und bald beendet wird. Aber meine Damen und Herren, die Europäische Union kann eine große Chance sein, auch aktiv dem entgegenzuwirken. Und Menschen, die einander kennen, und das sind junge Menschen, die Erasmus-Plus-Programme auch konsumieren, sich dort einbringen, ich hoffe, dass die eine größere Abwehr dagegen haben, auf Menschen, die man einmal kennengelernt hat, auch zu schießen oder ihnen feindlich zu begegnen. Daher ist für mich der wichtigste Bereich, so wie es hier unten steht, neue Perspektiven zu geben, auch jene Perspektive, dass wir die Probleme dieser Erde, dieses Kontinentes gemeinsam bewältigen und nicht gegeneinander. Ich möchte mich bei allen Pädagoginnen und Pädagogen bedanken, die sehr, sehr viel, und ich weiß, wovon ich spreche, über das normale Ausmaß hinaus Zeit, Engagement, auch eigene Fortbildung zur Verfügung stellen, um diese Programme zu ermöglichen. Ich gratuliere den jungen Menschen, die diese Programme nutzen, und glaubt mir, es gibt kaum eine bessere Investition, als über den eigenen Horizont zu blicken, interregional und international tätig zu sein, überall auf dieser Welt in Europa, wo auch immer, Freundinnen und Freunde zu haben, denn wir werden immer globaler und mehr und deutlicher miteinander verbunden. In dem Sinne gratuliere dem BGBAG Danzenberg, gratuliere, weil es ja der Start dieses Projektes ist, allen 75 Bildungsinstitutionen, die daran teilnehmen, und ich wünsche euch uneinheitliche, ganz großartige gemeinsame Erlebnisse in einer Vielfalt, die dieses einige Europa ausmacht. Dankeschön, Herr Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser.